freue mich ganz besonders, dass unter besonderen Umständen diese Weintrophäe jetzt doch stattfindet. Wir sind die einzige Weinverkostung, die notariell überwacht wird. Neben mir steht der Sieger Bernhard Lambauer. Kannst du uns erklären, warum eigentlich das Sauvignon für die Steiermark so eine wichtige Sorte ist? Ja, das ist über Jahre ist das gewachsen. Die Steiermark ist bekannt dadurch, dass wir die kühlen Nächte haben und die warmen Tage. Und dieses Klima braucht der Sauvignon, damit er das Aroma entwickelt. Und der Boden spielt auch eine wesentliche Rolle. Wir haben in Kitzikammer Schiefer, Urgesteinsböden und das macht den Sauvignon so mineralisch und herzhaft fruchtig. Gewonnen habe ich noch nie, aber im Finale war ich schon öfter. Unser Betrieb umfasst 10 Hektar Rebfläche. Wir haben einen Buschenschank dabei und auch Gästezimmer. Da haben wir eigentlich schon einiges gehört und jetzt werden wir anstoßen auf den Sieg.